Ja, hallo, ich bin der Vari und ich habe Post bekommen. Und zwar der Betreiber des Kanals DAX 1212, der Hartmut, genannt auch Harti, hat mir ein Päckchen geschickt. Der Grund ist folgender, das hat er selber aufgenommen und das zeige ich euch jetzt mal. Hallo, hier ist euer Harti aus der Wildlife Community. In der Vergangenheit habe ich schon des Öfteren die Tonqualität der Wildkameras bemängelt. Nun hat mir unser Spezialist Dr. Vari, ebenfalls aus unserer Community, das Angebot gemacht, vernünftige und funktionsfähige Mikrofone nachzurüsten. Man kann das fast nicht erkennen. Hier sind Mikrofone drin. Ganz, ganz kleine. Wenn ich mal meinen Daumen dagegen halte, ich kann ja nicht mal so ein Mikrofon festhalten. Ja, also ist schon erstaunlich, wie der das da auf die Reihe kriegt. Ja, Vari, nun habe ich soweit alles zusammen. Drei Wildkameras. Ich stopfe das da einfach mal so ein bisschen rein, das gesamte Kabel. Und dann geht das Päckchen, Paket, was es auch immer ist, in Kürze auf Reisen. Ja, Vari, du kannst dir ruhig Zeit lassen. So wie du das schaffst und kannst, würde ich mich sehr freuen, wenn da ein bisschen mehr der Ton in der Qualität zunimmt. Bedanke mich schon im Vorfeld, mein Lieber. Ciao. Jetzt ist das Paket da. Da sind drei Campax T100 drin. Ich glaube, der hat bestimmt 5 im Einsatz. Die hat er mir jetzt geschickt, die baue ich jetzt um. Da nehme ich nicht so viel auf, da ist auch nicht so viel zu sehen, ist nicht so ganz so interessant, aber ein paar Aufnahmen mache ich da schon. So, drei Kameras, alle vom gleichen Typ, Campax T100. Und das Lustige ist wieder, ich sehe bei allen dreien hier unten ein Loch. Also vermute ich mal, dass das Mikrofonloch sein soll. Schrauben wir sie doch erstmal auf. Der gute Harti hat die natürlich umgebaut. Da er mit Blei-Block-Akkus arbeitet, wo er die dann die 6-Volt-Batterien außen anbapseln kann. Ja, da werde ich dir nochmal ein Stück Schrumpfschlauch rüberziehen, wa? Bei keinem der Kameras hat er eine Schutzdiode eingesetzt. Das heißt, wenn er die falsch rum anschließt, geht die Kamera kaputt. Also ein großer Speicherkartenslot, da würde ich auch eine große Speicherkarte reinmachen und nicht so ein Adapter hier. Mit so einer kleinen Speicherkarte, das würde ich nicht machen, weil die großen Speicherkarten von ordentlichen Herstellern, die haben einen Controller drauf, mit Spannungsausfallwächter, und die können dann, wenn jemand die Karte rauszieht während des Schreibens oder die Kamera bzw. das Gerät keine Spannung mehr hat und abbricht während des Schreibens, dann können diese Controller noch eine Mikrosekunde lang arbeiten und den Speichervorgang abschließen, und dann wird das Speichermedium selbst nicht zerstört. Deswegen würde ich bei großen Kartenslots auch immer große Karten verwenden und keinen Adapter, weil da fehlt es dann. Da fehlt dieser Controller. Der Adapter ist nur dafür gedacht, dass man die kleine Karte nach Gebrauch auslesen kann mit einem Gerät, was nur einen großen Kartenslot hat, wie zum Beispiel Laptops. Die haben keine kleinen Kartenslots, sondern große. Deswegen, dafür ist eigentlich der Adapter gedacht, nicht für Dauerbetrieb. So, die erste Campax T100 ist offen und ich sehe hier schon am Stromeingang der Batterien, hier sind Schutzdioden eingelassen gegen Verpolung, das sind 1 Ampere Dioden, und hier sind noch ein paar andere Sachen zum Schutz eingebaut, also ist in Ordnung, ich brauche hier keine Schutzdiode extra einsetzen. Hier ist das Mikrofon, das ist vergossen, das gucke ich mir mal an, wie das vergossen ist. Das ist einfach nur ein Gummi drumherum. Das ist ja merkwürdig. Ich drucke einen Ring aus, den ich dir dann aufklebe, Harti. Und dann gucke ich erstmal, wie der Ring hier reinpasst. Und dann von der Kabellänge wäre das hier vielleicht besser.
Hier, dann ist hier innen ein Dach, falls tatsächlich Feuchtigkeit eindringen sollte, was aber unwahrscheinlich ist. Da drinnen, da ist bloß ein Moos drunter. Da dringt mehr Feuchtigkeit ein als in einem einzelnen Loch. So. 5 mm und eine Höhe von, ich weiß nicht, 2,5 oder so. Die sind wirklich sehr klein. Aber die sind gut. Die habe ich bisher in alle Wildkameras eingesetzt, die ich umgebaut habe. Und die haben sich bewiesen. Deswegen bleibe ich genau bei denen. Die hier hat das alte Mikrofon. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der Unterschied hier klingt, weil ich nehme nämlich mit beiden gerade gleichzeitig auf. Ist natürlich. So, Mikrofontest, Kamera 1. Abgeschlossen. So, der Umbau ist erledigt. Das Päckchen geht jetzt wieder zurück zu Harti. Harti, ich wünsche dir viel Spaß bei der besseren Tonaufnahme von den Campax T80. Ich habe dir noch ein paar Kleinigkeiten reingepackt. Bleib fit, bleib munter, mach weiterhin so eine tollen Videos. Ich wünsche dir alles Gute, bis dann. Wari. Huch, verkehrt rum. Achso, ja, wegen der Adresse. Deswegen halte ich es verkehrt rum. Und zwar der Besitzer des Kanals Duck. Nee. So, jetzt kommt das Video, bla bla bla. Harti. Der Katscher und packt es und so und weiter und so fort. Jetzt laufe ich mit dem Päckchen, mit der Aufnahme von dem Päckchen, laufe ich durch die Stadt.